Zum Austausch des Axtrings werden folgende Teile und Werkzeuge benötigt: das Axtring-Wechselset, Artikel Nummer 8572, ein TX20-Schlüssel, ein 17er Gabelschlüssel, ein 10er Gabelschlüssel, ein 15er Gabelschlüssel und etwas Fett. Abhängig von der Version des Axtrings ist die Axtplatte mit 5 beim Schnellwechsel-Axtring, wie links im Bild, oder 6 Schrauben, alter Axtring bis 2003, rechtes Bild, befestigt. Diese haben Sie zuvor gelöst und nehmen die Platte ab. Beim Schnellwechsel-Axtring kommt unter der Axtplatte noch die Axtringschraube zum Vorschein. Diese muss ebenfalls entfernt werden. Achtung! Nach seinem Abziehen nicht das Laufrad zur Axtringseite neigen, da sonst Öl auslaufen kann oder Sie eine Freilauffeder verlieren könnten. Bevor die Narbe für die weiteren Arbeitsschritte zu synchronisieren ist, entfernen Sie die alte Papierdichtung. Schalten Sie die Narbe gegen den Uhrzeigersinn zunächst in Endposition Gang 14. Dann schalten Sie 6 Rastungen im Uhrzeigersinn zurück in Gang 8. Vor dem Einbau ist der neue Axtring zu kontrollieren. Sitzen beide Papierdichtungen korrekt und sind alle Löcher durchgängig? Sollten sich beim Abnehmen die Freilauffedern gelöst haben, drücken Sie diese zurück in Ihre Passstiftbohrung. Achten Sie darauf, dass beide Zugseilenden gleich lang sind und dass die Nut der Axtmutter auf Position 9 bis 10 Uhr zeigt. Achtung, die Axtringschraube aus Edelstahl ist kürzer als die Axtplattenschrauben. Überzeugen Sie sich vom korrekten Schaltlauf über alle 13 Rastungen, indem Sie an beiden Zügen ziehen. Dabei sollten deren Enden in der Endposition jeweils gleich lang sein. Vor der Axtplattenmontage füllen Sie die Zwischenräume mit etwas Fett. Jetzt die Axtplatte wieder korrekt, wie vor der Demontage vermerkt, aufsetzen und die Schrauben über Kreuz festziehen. Wir empfehlen ein Anzugsmoment von etwa 3 Newtonmetern. Prüfen Sie nochmals den korrekten Schaltlauf über alle 13 Rastungen. Zum Einbau des Hinterrads in den Rahmen legen Sie die Axtplatte in den Axtschlitz ein und schließen den Schnellspanner bzw. die Axtbefestigung. Mit dem Verbinden beider Zugseile durch die Bajonette, diese stets an den Schrauben anfassen, ist die Montage beendet. Die Spannung der Schaltzüge kann einzeln an den Einstellschrauben justiert werden. Sie ist so einzustellen, dass am Schaltgriff ca. 3 bis 5 mm Spiel verbleibt bzw. etwa ein halber Gang spürbar ist. So erhält man in der Fahrpraxis eine gut definierte Rastung aller Gänge. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.rohloff.de oder wenden Sie sich an unsere Fachhändler. Wir freuen uns über Ihr Interesse.